Hey, guten Morgen. Wow, ihr wundervollen Schätzen. Danke, danke, danke. Für unser gemeinsames Lernen und Üben. Und ja, also ich möchte auch auf jeden Fall die Entschlossenheit nehmen, um das, ja, um dem irgendwie so mehr Ausdruck zu verleihen in mir. Ich bin entschlossen, auf meine Führung zu vertrauen. Und ich mag vorher noch mal einmal ja, dieses Gebet oder dieses Commitment einmal lesen, was im Kurs steht auf Seite 28, wo es da um die Trennung und die Sühne geht. Und ich finde das einfach so schön. Ja, ich lese es einfach mal vor gerade. Ich bin nur hier. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin hier, um ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. Ich brauche mich nicht zu sorgen, was ich sagen oder tun soll. Denn er, der mich gesandt hat, wird mich führen. Ich bin zufrieden, zufrieden dort zu sein, wo immer er es wünscht, in der Erkenntnis, dass er mit mir dorthin geht. Ich werde geheilt, indem ich mich von ihm lehren lasse, wie man heilt. Und da steckt gerade so viel drin für mich, total darauf zu vertrauen, dass ich die richtigen Worte durch ihn sprechen werde, total darauf zu vertrauen, dass wir darin alle tiefer heilen und geheilt sind, darauf total zu vertrauen, dass hier und jetzt der richtige Ort ist, um das geschehen zu lassen. Boah, und ich komme auch gerade so vom Sommercamp und in meinem Lernen und Lehren ist es gerade so, dass ich also anscheinend gerade wirklich auch so tiefer Ja sagen will auf dieses, was will jetzt in diesem Moment ohne Vorbereitung so durch mich gesprochen werden und geheilt werden. Und das ist wie so, auch so gerade so in mir komme ich gerade wirklich an so einen alten Schmerz von, oh, ja, als ich so als Kind schon diese Liebe so zu Jesus gefunden habe und wirklich immer so viele, oh, Jesus-Filme angesehen habe und so gesagt habe, boah, das, was er da so präsentiert, oder das will ich auch, also ihm will ich so folgen, das hatte ich schon so als Kind und da liegt echt wirklich noch so ein alter Schmerz darin, dass meine Eltern diesen Raum mit mir nicht geteilt haben und sich wirklich Sorgen gemacht haben, ob alles so mit mir in Ordnung ist. Und ja, und diese Angst, Body, boah, die will ich einfach wirklich loslassen. Die will ich einfach in dem Vertrauen, dass dieser Raum, dass es jetzt hier an der Zeit ist, wirklich dieser Angst erlaube, einfach gehen, ja, also einfach, ja, sie einfach loszulassen oder dass sie jetzt gehen darf. Und dass ich mehr diesem Raum oder in mir Raum geben will,
dass es total in Ordnung ist, diesem Bruder zu folgen und dieser Liebe diesen Raum zu geben. Und da ist auch total, ja, wie so eine Scham, oh Gott, wo führt das hin, wenn ich diesem Bruder so viel Raum in mir gebe? Und das findet wirklich gerade so, das hat nochmal so eine andere Qualität, wie so, ja, ja, ich will mich in jedem Moment dir anvertrauen und indem ich diese Liebe und diese Freude zulasse, ist das wie so, ich bekomme gerade echt immer wieder so, ja, lass diese Hochzeit in dir, diese Heirat in dir zu mit mir. Das ist wirklich diese, sag ja zu mir und in dem ist es ein Ja zu mir. Und das ist wie so ein Hochfahren in den Himmel. Und ich weiß, dass ich das vor Jahren schon mal so erlebt habe und merke so, das will in jedem Moment passieren. Dieses Auffahren in den Himmel. Immer wieder gegenwärtig. Ich bekomme das immer wieder wie so, ja. Und indem ich mehr Raum für Jesus ja so gebe oder so, ist dieser Bruder, der du ja bist, taucht mehr auf. Das ist so genial. Boah, du bist mir so wichtig, das ist so schön. Ich bin da so daran gelegen, dass wir wirklich so, boah, so gemeinsam auffahren und dass wir uns darin wirklich die Hände reichen, so wo es noch Hilfe braucht, an Heilung oder wirklich an Ideen, die so einfach ausgesprochen werden wollen. Und boah, und ich bekomme gerade so echt so dieses, ja, lasst uns wirklich, ich möchte hier nicht irgendwie eine Stunde irgendwie so lehren, sondern vielleicht liegt dir gerade was auf der Seele oder auf dem Herzen oder sogar auf der Leber, was du schon lange so aussprechen wolltest, damit es tiefer in dir erlöst werden kann, in Heilung gehen kann. Und ich möchte wirklich, ja, ich möchte euch dazu einladen, wirklich, dass der Raum gegeben ist, um gerade all das auszusprechen, was noch ausgesprochen werden will. Genau, danke für die Leberkur. Und das ist gerade wirklich so witzig. Ich bekomme das wirklich, wenn so ein Bedürfnis irgendwie so unterdrückt wird. Also ich hab wirklich so, boah, Jesus, ich will dir wirklich total zutrauen, vertrauen, dass du unsere Herzen so tief berührst, dass wir davon so ja, so tief berührt werden, dass wir gar nicht, also dass wir immer wieder einen Schritt auf dich zugehen können. Und für mich ist das gerade so, dass er mich wirklich überall gerade berühren will. Und das ist wirklich, das zuzulassen, das ist auch nochmal, wow. Ja, scheinbar eine kleine Hausnummer für mich, mich dieser Liebe hinzugeben und dieser Heilung . Ich habe echt bis gerade eben noch gedacht, dass diese Scham, dieses und dieser Schmerz, der darin liegt, dass dieser Raum mir nicht gegeben war, diese Liebe mit ihm von Anfang an schon als Kind zu leben, dass der endlich gehen will, dass da wirklich ja Trost rein will. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Ja, genau.
Ja, mir auch. Danke. Und ja, dass wir wirklich von vornherein, von Anbeginn der Zeit irgendwie schon mit so vielen Gaben und Geschenken gekommen sind und dass die vielleicht nicht immer erwidert worden sind oder missverstanden wurden und dass wir uns ein Stück weit zugemacht haben. Und in diesem Wort Entschlossenheit, ich habe heute Morgen so, also das war wie so spielerisch steht, also kam so, lass dich wieder aufschließen. Lass dein Herz wieder einfach aufgehen. Lass dich einfach wieder tiefer berühren. Mach alle Kammern auf. Alle. Lass keine mehr zu. Oder so dieses, ich habe halt auch ganz oft so das, ja, so dieses Bild, dass wir so alle Erdenengel sind und dass es da vielleicht noch bei einem so einen gebrochenen Flügel gibt oder die Flügel, die einfach noch nicht offen sind und eher so diesen Herzraum noch beschützen wollen. Und lasst uns einfach wirklich gemeinsam einfach, ihr könnt ja so reinspüren, wo gerade einfach Heilung reinfließen will. Vielleicht ist da echt gerade noch so eine Schulter oder so ein gebrochener Flügel oder ein Rückgrat, was einfach gerade noch, ja, so Stärke braucht, so in dieser Aufrichtung. Oder vielleicht einfach genau dieses Herz, was einfach gerade noch diese Hand braucht, dieses Gehaltensein oder diese Geborgenheit oder dieser Riss, der so gehalten will, so sanft, dass er sich wieder schließen kann. Ich weiß, dass das möglich ist, weil es wirklich der Wille unseres Vaters ist, dass wir gehalten durch die Welt gehen, dass wir alle Schlüssel und alle Antworten in uns tragen und dass es uns jetzt gegeben ist, dass in einer Situation, in der du vielleicht schon gerade lange hängst und einfach diese Antwort noch nicht hörst, lass sie, ja, gib dir einfach jetzt ein tieferes Ja, dass diese Antwort jetzt zu dir kommen kann, dass die Situation oder der Konflikt jetzt gelöst werden will und ist. Sei darin ganz präsent, sei darin wirklich, ich will jetzt würdig sein, ich will das jetzt empfangen. Ich bin jetzt bereit, diesen Schmerz vielleicht nochmal zu fühlen. Oder. Ja, und vielleicht mag da gerade jemand einfach was teilen, was tiefer in Heilung gehen will oder ein Bedürfnis, was jetzt erfüllt werden will. Ich will ihm die Führung überlassen und ich bin bereit, ihm mein Herz zu übergeben. Und vielleicht ist es nicht schon ein Schmerz, vielleicht ist es schon eine Freude, die ihr mit mir teilen wollt. Oder eine Inspiration, die durch euch kommen will. Berufen und eingeladen. Vielleicht ist es passiert, ist ganz still. Auch das, da will ich rein vertrauen, dass die Vergebung keine Worte braucht.
Das drückt ganz schön auf die Leber, dieses Unterdrücken. Dieses Kompensieren. Und wie frei will er uns darin sehen. Und da braucht es einfach mal wirklich, ja, mal eine Ausrede. Oder so ein Kanal, wo das alles so rausgehen darf. Und ich vergebe mir hier wirklich, wie oft ich diesen Impulsen nicht gefolgt bin oder deiner Führung, dass ich nicht getraut habe, dass ich in der Angst geblieben bin, nicht zu einem Bruder zu gehen und ja, das zu befolgen, was ich so deutlich gehört habe. Tun zu sollen. Das vergebe ich mir. Ich so oft wütend war und die Wut immer wieder weggepackt habe, ihm keinen Raum gegeben habe, weil ich gedacht habe, ich darf nicht wütend sein. Was ist dann passiert? Dann bin ich noch wütender geworden. Und noch wütender. Und noch wütender. Anstatt einfach ehrlich mich mitzuteilen, dass ich gerade so eine Scheißwut auf dich habe. Dass ich mich so oft nicht verstanden gefühlt habe. Ich mich so oft alleine gelassen gefühlt habe. Du mir so oft nicht zugehört hast. Dass du einfach gegangen bist und nicht stehen geblieben bist, mich alleine gelassen hast. Stopp, oh Mann, stopp. Wir wollen den Gedanken nicht. Alles gut. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass das alles nur gerade meiner Heilung dient, Tutti. Alles gut. Ich lerne gerade wirklich keine Angst zu haben und total zu vertrauen. In mir will gerade einfach nur was raus. Ich bin sicher und vertraue darauf, dass es mir und uns dient. Und dass ich dadurch nur mehr in die Liebe Gottes fallen kann. Liebe Agnes, ja, danke, vertraue weiter, dass das genau richtig ist, dass du deine Dunkelkammer aufschließt. Genau. Und da mal einen gucken lässt von deiner Wut. Du kommst da gut bei mir an. Und ich danke dir für dein Öffnen deiner Dunkelkammer, liebe Agnes. Weiter so auf dem Weg der Heilung. Mit mir gemeinsam, mit uns allen gemeinsam. Ja. Ja, es ist total spannend und indem ich das schon gerade so sagen durfte, passiert auch ganz viel in mir. Das ja. Tut so gut. Das tut gut, so das so auszusprechen. Total, total die Angst vor dir zu verlieren, dass dir nicht zu viel sein kann. Dass ich genauso richtig bin, wie ich bin. Das will ich ja gerade tiefer lernen. Sonst werde ich mich nicht weiter öffnen, wenn ich glaube, irgendwie mit irgendeiner Idee oder mit irgendeiner Emotion oder mit irgendeinem Gefühl oder mit irgendeinem Gedanken nicht richtig zu sein. Weil auch hier gerade Korrektur in meinem Geist stattfindet. In jedes Problem hat Gott die Lösung gelegt. In jede Wut, die Liebe. Das ist spannend und ich hatte gerade so eine ganz andere Idee,
Und da wollte sich was freisetzen. Und auch das gehört dazu, ihr Lieben. Diese Leberkur, genau, die war die war mal fällig. Die war echt fällig. Ja, ich spüre schon das Licht dahinter und die Liebe, ich auch. Ja, einfach deutlich zu machen, dass wir nicht die Gefühle und die Emotionen sind, aber dass wir sie auch wirklich, dass wir ihnen einen Ausdruck verleihen dürfen, dass wir davor keine Angst haben müssen. Dass das Licht und die Liebe darunter viel, viel stärker sind. Dass wir darin so gehalten sind, in jeder Traurigkeit, die uns überkommt. Oder. Und Christa, wenn ich zu dir hinspüre, vielleicht magst du auch einfach ein oder zwei Worte sagen. Vielleicht tut es gut, einfach dem so einen Ausdruck zu verleihen. Ach, Agnes, ich bin die ganze Zeit am Überlegen und denke, nee, also das, was ich da jetzt teilen würde, das möchte ich eigentlich nicht nachher auf YouTube hören. Deshalb habe ich meinen Mund gehalten. Okay, jetzt mache ich es trotzdem. Ich bin gerade an einem Punkt, es beschäftigt mich jetzt schon, also es ist ein Prozess mit meinem Arbeitsplatz, wo ich gerade an einem Punkt gekommen bin, wo ich merke, dass ich jahrelang intensivst mein Ego gefüttert habe und mich intensivst immer wieder in die Opferrolle hinein zementiert habe. Und da will ich raus. Da will ich so sehr raus. Genau. Und mich hat es vorhin schon, als du das vorgelesen hast, das hat mich schon vollkommen weggepustet, weil ich so spüre, ich möchte so gern, ich will so gern da einfach meine Aufgabe erfüllen, meine dafür, wofür ich da bin. Ja. Und ich bin seit einem Jahr bin ich auf der Suche, wo ich denn bitteschön hin soll zum Arbeiten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss da weg und ich brauche einen anderen Arbeitsplatz, ich brauche eine andere Aufgabe. Und ich komme einfach da nicht weg. Ich komme da nicht weg, weil ich da nicht weg soll. Weil sich da noch was ändern darf. Will noch tiefer was geheilt werden. Ja, absolut. Und ich habe jetzt noch 3 Wochen frei und es geht schon total in mir ab. Wie wird das, wenn ich da wieder hingehe und wie soll ich das hinkriegen und wie kriege ich da die Biege? Ja? Und ich hatte es, glaube ich, in der Jahresgruppe haben wir auch schon mal kurz angesprochen. Das ist einfach nur aufzuhören, was hinkriegen zu wollen und es selber machen zu wollen, sondern nicht einfach der Führung zu übergeben und zu sagen, okay, ich weiß sowieso nicht, wie es geht und mach du das durch mich. Und boah, ich spüre so diesen krassen Widerstand gegen mich, dem hinzugeben. Ja, der Kopf weiß es, ja, ich weiß es. Und ich wehre mich trotzdem mit Händen und Füßen dagegen. Ja. Ich wünsche mir einfach so sehr, dass sich da noch was bewegt, solange ich noch zu Hause bin. Und dass ich da ein bisschen freier dann eine Neustart machen kann. Ja, danke. Danke fürs Zuhören. Jesus, Heiliger Geist, ey, ich gebe dir all mein Treten und mein Beißen und mein Widerstand. Ich lege den jetzt wirklich hier auf den heiligen Altar. Nimm du ihn und füll mich mit dem,
mit dem, weil das ich spüre das ja so, dieses, dass du so bereit bist, aber sei auch bereit, einfach für einen Moment dieses Treten und Beißen einfach wirklich loszulassen. Und ich brauche mich nicht zu sorgen, was ich sagen oder tun soll. Denn er hat mich gesandt und er wird mich führen. Und ich will mich führen lassen. Und danke, dass ich darin noch so stark meinen Widerstand gerade spüre. Danke, dass das jetzt so deutlich in mir ist und dass ich das nicht mehr will. Ich vergebe mir, dass ich so lange auf mein Ego und auf die Angst und auf den Widerstand gehört habe, der zu nichts, ja, der mich immer tiefer in meinen Neid geführt hat und in Schmerzen. Ich will mich wirklich, wirklich hierin, ja, in dieser Seifenmoment einfach wehrlos und schau mal, was da passiert. Und ich weiß, dass da schon ganz viel passiert ist. Und das kennen wir ja alle, dass diese Idee, dieses, boah, ich muss es beschützen, dass das zu nichts führt. Lass dich einfach tiefer trösten und berühren von der Liebe Gottes, die da einfach gerade so, so, so sehr hineinfließen will. In uns alle, ich habe das ja auch, das anzunehmen, wie oft wettern wir mit dem Ort, wo wir gerade sind oder mit der Arbeit. Es ist immer das Gleiche. Einfach dieses Gebet einfach immer wieder. Ich bin zufrieden, dort zu sein, wo immer er es wünscht. Und wenn ich diesen Frieden noch nicht spüren kann, ihn wirklich, boah, ich brauche hier Hilfe. Wenn dir steht, dass ich hier am richtigen Platz bin, dann brauche ich hier echt Hilfe. Ich will hier hilfreich sein. Was ist es, was ich hier nicht geben will und was aber gegeben werden will? Was ist es hier, was ich noch zu vergeben habe, damit hier mehr Frieden reinfließen kann? Was will hier noch in mir erlöst werden und in allen meinen Brüdern, weil die Brüder in mir sind? Jede Situation, in der ich bin, dient einer tieferen Erinnerung und Heilung. Und wie oft sind wir aus Situationen und Beziehungen herausgegangen und haben diese Erlösung, diese Liebe und diese Vergebung nicht gegeben? Und nutze sie für alle. Wenn du einem tiefer vergibst oder vollkommen vergibst, hast du allen vergeben. Nutze diese Lernsituation nicht gegen dich, sondern für dich. Du bist gerade unsere Erlöserin in dieser Situation. Ja, zusammen heilen, genau. Zusammen, das tun wir wirklich zusammen. Ah. Ja, danke, Agnes. Danke. Da waren so viele Kinder abgeholt. Ja. Unsere Kinder. Unsere schreienden Kinder, die nach Trost rufen. Bring sie alle heim. Das ist deine Aufgabe und trau dir das zu. Das steht hier. Ich brauche mich nicht zu sorgen, was ich sagen oder tun soll. Ich werde geheilt, indem ich mich von ihm lehren lasse, wie man heilt. Du steckst in der besten Heilsituation, in der größtmöglichsten für uns alle. Und du kannst darin nicht scheitern. Dir ist alles gegeben, alle Gaben trägst du im Herzen und im Geist. Das zu vollbringen, von dem der Bruder schon weiß, dass du es kannst und tun wirst.
Du bist es. Kein anderer. Ich bin es. Wir sind es. Und das, ich finde, also es gibt mir einen totalen Shift, wenn ich diese Worte wirklich so zu mir kommen lasse. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Wow. Nicht mit der Idee, ich kann es noch nicht, ich habe noch nicht genügend gehört, ich höre ihn nicht, er wirkt nicht durch mich. All das wirklich, wirklich hochkommen zu lassen und so, nein. Ich bin nur hilfreich mit allem, was sich da gerade zeigt. Und das nicht mehr zu bewerten. Du bist dienlich mit allem, was sich zeigt. Ich bin dienlich mit allem, was sich zeigt. Das ist ja so schön, ich kenne ja auch dieses ungetröste Kind in mir. Und da will einfach mehr Trost reinfließen. Oh, damit es wirklich zu diesem unschuldigen, lebendigen Kind, was ich schon in dir sehe, einfach wirklich, ja, das will einfach mehr gelebt werden. Vertrau darauf, dass du die Lösung bist und die Antwort. Ja, und bitte darum, ey, du hast jetzt noch Zeit, ey, boah, Jesus, nimm mich an die Hand, Heiliger Geist. Ich will mich tiefer von dir berühren lassen. Ich will jetzt wirklich jeden Tag, jede Minute, jede Stunde mich dir hingeben, mich tiefer berühren und heilen zu lassen. Und guck mal, wie gut die Situation auch das dient dir. Guck mal, wie viel Zeit du noch hast. Er lässt dich nicht hängen. Genau die Zeit, die du dir gewünscht hast, die ist gegeben, damit du da einfach mehr in deiner Kraft, in deinem Licht, in deiner Liebe. Das erlöst, was zu erlösen ist. Boah, danke, danke. Danke, dass du so barmherzig bist mit mir, dass ich noch Zeit habe, das tiefer in mir heilen zu lassen. Dieses rebellische Kind in mir. Ja, danke. Danke euch allen. Danke, es war jetzt gut. Danke. Das ist so witzig. Das ist, deswegen sage ich das ja. Danke, danke Dorothea, auch, also auch für war da halt so ein, okay, hier muss was kontrolliert oder gestoppt werden, und das kenne ich auch, Kontrolle, wo es könnte aus den Fugen geraten. Nee. So total echt, alles dient. Alles dient der Erlösung. Es wird mir immer wieder klarer. Es gibt nichts, was dem Licht widerstehen könnte. Es ist einfach, das Licht ist stärker. Die Liebe ist stärker. Es ist so schön. Alles dient der Erlösung. Liebe Christa, du Schatz Gottes, ich habe noch einen anderen Satz bekommen für dich. Vertraue, dass du nicht 3 Wochen nur Zeit hast, um eine Ego-Entscheidung zu treffen. Du hast alle Zeit, und vielleicht magst du dich nochmal an Jesus und den Heiligen Geist wenden und sagen, könnt ihr mich, bleibe ich dort? Soll ich dort bleiben und in der Stille auf die Antwort warten?
Und mitunter ist ja auch ein fehlender Arbeitsplatz ein Riesensegen. Ich weiß, wovon ich spreche. Nicht mehr zur Arbeit müssen und beweisen müssen, wie toll man ist und wie wichtig man ist. Das war das, was ich bekommen habe. Segen dir uns allen Segen. Danke, Maria. Ja, danke. Dann würde ich gerne noch was dazu teilen, weil an dem Punkt, Maria, bin ich nämlich gerade. Ich habe meinen Job gerade aufgegeben, weil ich etwas hinterhergerannt bin und ich aber in so einer dauerhaften Dissoziation war. Das durfte ich jetzt erkennen, dass ich mich hier ständig abgespalten habe auf dieser Arbeitsstelle auch, weil ich gemerkt habe, das triggert mich so krass an und es entspricht auch offensichtlich nicht dem, was ich machen soll. Und ich habe auch den Heiligen Geist mehrfach eingeladen, was ich machen soll. Und dann kam, also ich bin in der Fitnessbranche und es ist einfach, ich merke, es langweilt mich. Ich will nicht mehr auf dieser Körperebene arbeiten. Ich mache ja selber auch viel Sport und ich habe gedacht, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht sein, was du von mir willst. Und das hat sich jetzt echt lange gezogen. Mein Jahresgruppe kriegt es irgendwie sozusagen täglich irgendwie von mir. Und ja, mir auch zu vergeben, dass ich dachte, dass ich dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Aber ich war ja irgendwie auch eine Überlebensstrategie, um dort zu funktionieren. Und ich habe halt gefragt, was ich machen soll. Und der Heilige Geist meint, ich soll was Soziales studieren. Irgendwie ist das okay. Und mein Arbeitsverhältnis geht jetzt noch bis zum 15. Und am 16. starte ich bei Andrea Hahnheide so eine Jahresgruppe. Das hat sie mir gestern, oder so eine Intensivgruppe, das hat sie mir gestern gesagt. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Und es ist, als wenn es genau geführt wird, weil das eine endet, damit das Neue beginnen kann. Und ich war die ganze Zeit so am Zweifel, ob das jetzt so richtig ist. Aber doch, ich bin mittlerweile, ich darf jetzt drauf vertrauen, dass das alles so geführt ist. Ich darf meine Ängste und meine Zweifel und auch vor allem diese Selbstsabotage da jetzt damit endgültig sein lassen. Und ja, danke, 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 danke für euch und für das Thema auch, Christa. Ich danke euch, ja. Oh, danke. Ich weiß jetzt gar nicht, ich sage jetzt mal Sunny Sunshine, ich weiß, dass du anders heißt, aber vielleicht heißt du auch gerade Sunny Sunshine und es geht auch nicht um den Namen. Und das ist so schön, weil, also ich befinde mich nämlich auch gerade an dem Platz, also wo ich so merke, irgendwie, boah, funktionieren geht nicht mehr. Und auch so dieses, wir werden alle gerade tiefer in unsere Berufung geführt. Also wirklich so, boah, alles oder so. Bei mir ist so, ich kann ganz vieles nicht mehr bedienen, was vorher so ging. Es fällt alles weg. Ich muss mich tierisch anstrengen und merke halt einfach, okay, da will was Tieferes zu mir. Und es ist so schön, darauf zu vertrauen. Obwohl nichts da ist. Also es ist noch ganz lange wie so, okay, zeigt sich noch nichts, aber darauf zu vertrauen, dass es sich formt. Na, also auch, es geht ja immer darum, in der Form nicht die Erlösung zu suchen und dennoch sind wir hier in der Welt der Formen, also darauf zu vertrauen, ja, dass dieser Platz, wo immer auch ich bin, meine Funktion ist und dass es vielleicht gar nicht eine Arbeitsstelle ist, sondern ja, so wie du, also darauf zu vertrauen, dass ich genau da, wo ich bin, richtig bin. Und bei manchen ist es ein anderer Arbeitsplatz oder kein Arbeitsplatz oder. Wir machen alle hier unseren Job. Wir machen alle unseren Job. Ob wir zu Hause sind, in der Wäschekammer, beim Putzen, beim Coachen, beim Singen, beim Springen. Wir machen alle unseren Job. Das wird mir immer klarer. Da, wo du bist, bist du genau richtig. Und wenn du gerufen wirst, dann wirst du gerufen. Und dann verlässt du den einen Platz und gehst zum anderen. Wir können darin nichts falsch machen. Es ist so schön, das zu erfahren, diese Sanftmut, all diese Ideen, die ich mir da auferlegt habe von Versagen oder. Alles nur leere Blasen.
konntest niemals versagen, weil du immer das Richtige gesagt hast. Du konntest niemals verstummen. Weil in der Verstummtheit auch da die Kommunikation war und ist. Und ich erfahre das halt auch wirklich so dieses auch gerade so dieses Thema, du musst die Sühne für dich voll und ganz annehmen, akzeptieren, ist immer so, gerade auch so echt immer noch mal so eine Nummer mit meinen Kindern, wow, immer noch so eine Idee gehabt haben, boah, nee, da habe ich wirklich, wirklich nicht alles richtig gemacht. Und es ist so schön, dass da gerade so viel Trost reinfließt. Ey, lass locker an dir. Du wirkst dich in diesen Ideen, wenn du sie nicht loslässt. Da ist alles gegeben. Sie sind versorgt worden. Komplett, ganz. Du hast darin alles gegeben, was du geben konntest. Und jeder kennt so seine, wie soll ich sagen, Anklageplätze in sich, die so unterschiedlich sind und so vielfältig. Und trotzdem will da überall dieser Trost reinfließen. Lass den Griff, diese Erwartung und diese, ja, all diese Ideen über dich los. Sie sind einfach nicht die Wahrheit. Ja, und ich finde zum Beispiel Arbeit super. Ich finde Bewegung, Fitness und Arbeit absolut super und erfüllend. Und in Bewegung zu sein, ist genau auch die Balance zu halten zwischen, ich sitze nur da und meditiere, dass dieselbe Meditation auch auf Arbeit und bei Fitness und in Bewegung stattfindet. Also auch zu sehen, dich selbst zu akzeptieren, wie du bist. Wenn du ein aktiver Mensch bist oder aktiver Geist bist, dann wirst du das auch bleiben und das so anzunehmen. Ja, und dann werden sich die Arbeiten auch dementsprechend aufzeigen. Ja, bei mir haben sich auch Arbeiten gezeigt, im sozialen Bereich arbeite ich ja auch. Und einer meiner Jobs ist, ich bin Spieler. Also ich spiele Gedächtnistraining mit alten Leuten. Und da öffnet sich ja von alleine alles, wenn man zu sich selber steht, so wie man ist, ja, wenn man auch erkennt, okay, es müssen ja nicht alle still werden und zu Hause sitzen, es gibt solche, die kommen genau aus dem raus und sagen, so, und jetzt, ich will jetzt die ganze Welt sehen und ich arbeite, oder er liebt plötzlich seinen inneren Workaholic und empfindet ihn nicht mehr als anstrengend und führt ihn nicht mehr in ein Burnout, weil es durch den Heiligen Geist umgewandelt wurde, ja, es kann je nachdem, was gerade dran ist, sich in alle Richtungen öffnen. Darum, wenn ich mit Sunny mich verbinde, ich bin dankbar für ihren Fitnessgeist, weil der bringt mir viel Aufschwung in dieser Verbindung. Also sie wird wahrscheinlich immer diesen Fitnessgeist bleiben, was auch immer es ist, was man tut. Aber es hat ja einen Sinn und Zweck, warum man bei Fitness war oder warum man irgendwo gearbeitet hat. Das wird neu verwendet, auch wenn die Form sich vollständig verändern kann. Das ist meine Erfahrung darin. Danke, Agnes. Ja. Dass alles sein darf. Danke, Agnes. Für ja, und das dient alles, ne? Also ich kenne das ja auch. Also ich war vor dem Kurs halt, das ist so dieses Außen, nur im Außen. Und mit dem Kurs bin ich halt nach innen und das, also nach innen gegangen und diesen Raum kannte ich vorher gar nicht. Und das ist so, und deswegen finde ich das so schön. Wir sind darin wirklich alle geführt. Der eine braucht gerade wirklich mehr diese Innenschau. Und nach dieser Innenschau geht es wieder nach außen. Und darin ist alles verändert. Der andere befindet sich gerade irgendwie in, ne, so, boah, ich brauche Ruhe, dann wird ihm Ruhe gegeben. Und das ist, ne, also ich kenne, und das finde, und wenn es in so Balance ist, und das ist ja so Körper, Geist und Seele, sage ich so, der Körper wird darin genutzt,
mal in der Ruhe zu sein und mal wieder in die Aktion zu gehen. Und mit dem Geist ist es auch. Das ist so schön. Ich hab in den ersten Jahren mit dem Kurs, ich glaube 3 Jahre, ich kannte keine Meditation. Ich habe in jeder freien Zeit habe ich meditiert. Dermaßen viel. Und dann irgendwann mal hatte sich mein Körper wieder, oh, der will aber mitgenommen werden, Schätzchen, du musst, darfst ihn wieder bewegen. Ja, das will so alles so in Balance gehen. Und darin ist nichts falsch. Also jeder Platz, an dem wir gerade sind, ist total richtig. Wir sind so geliebt, wie wir sind. Das ist so schön. Und diese Selbstakzeptanz in dir mal so zu spüren und zuzulassen, boah, ich erlaube mir das, das so zu leben, was gerade in mir ist. Und darin gibt es kein Urteil. Wenn ich mich zurückziehen will gerade in eine Höhle, dann und das Bedürfnis da ist, wäre es doch wirklich bescheuert, es nicht zu tun. Und das ist so gerade so dieses, wow, wie konnte ich darin denken, dass das falsch ist? Nein. Und wenn ich die Freude leben will und diese Auferstehung und das ewige Leben schon, ja, dann feiere ich mit meinen Brüdern diese Freude und gehe an die Plätze, wo es zu feiern gibt. Oh, das geht. Wie einfach. Und das ist diese Spielwiese, auf die uns sozusagen, ja, auf der wir uns bewegen. Wir können alle unsere Bedürfnisse darin erfüllen. Es fehlt nichts. Aber erlaube dir das. Und du musst dich nicht erst dafür rechtfertigen. Nein, es reicht einfach schon aus, in dir wirklich, ja, einfach ja zu sagen. Okay. Da gibt es noch ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Und ich erlaube mir aber, es erfüllen zu lassen. Das ist es ja. Und es wird erfüllt. Steht hier. Gottes Wille ist glückliche Kinder. Wenn du irgendwie noch echt ein Bedürfnis hast, mehr geliebt zu werden, dann sag da mehr ja. Ich lasse jetzt die Brüder zu mir kommen, die mir diese Liebe schenken. Verweigere dir das nicht. Ich habe auch immer, also ne, ich hatte so ganz lange dieses, boah, ich bin aber noch ganz schön unwürdig und so, und habe mich immer so gewundert, warum da nichts passiert, bis ich diesen Glaubenssatz in mir gefunden habe. Und dann, krass, ja, dann können ja auch gar nicht, kann ich diese Liebe gar nicht tiefer empfangen. Wow. Und jetzt kann ich mich gar nicht mehr retten vor Brüdern. Jetzt ist das schon echt so, oh, so viel Liebe, huch, huch. Und das zu bemerken, wow. Dir ist echt immer alles gegeben. Oh. Ja, und das ist echt so, so schön. So, so schön. Bei Tom, es ist so witzig, wenn ich zu Tom hinspüre und ihn auch so, ne, also in meine allen, ist das, da, also für mich und auch so Tanja, und das habt ihr alle auch immer mal, das ist so dieses, da ist schon, da merke ich so immer diese, wow, diese Feier und diese Expansion und Liebe und und in anderen Plätzen, ich weiß das von Pitt hat für mich repräsentiert ganz viel Ruhe und Geborgenheit und Erden und oh, zulassen und lass dich mal reinfallen in meine Schultern und in meine Arme. Das ist so schön. Jeder von euch hat so Facetten und so Gaben, die, von denen ich geglaubt habe, irgendwie getrennt zu sein. Und das stimmt gar nicht. Indem ich sie in euch so sehe und so zulasse, fließen sie zu mir, kommen sie zu mir. Christa, ich danke dir für deinen Mut in der Toskana, zu all dieser Wut Raum gegeben zu haben, auch rauszukommen. Und Rita für ihre Hingabe, einfach so zuzuhören und zu lauschen. Und ja, und ich könnte allen, Maria, die immer noch so einen Aspekt findet, noch so das i-Tüpfelchen oder dieses diese Sahnehäubchen, dann ist es vollkommen. Also darin, das ist so schön. Wir haben uns so viel gegenseitig zu geben. Da ist keiner, ja, da fehlt keiner, da ist keiner drüber oder drunter. Das ist so schön.
Wir erkennen, dass wir so das vollkommene Potpourri füreinander sind, oder? Also das ist meine Erfahrung gerade so. Total. Totales Blumenbouquet. Jeder gibt so seinen Duft ab und lässt sich so neu bestäuben. Also ich brauche euch total. Ich fühle mich voll inspiriert. Also deswegen ist es heute mal so ganz anders. Ich will euch so richtig mitbekommen so und einfach so, ja, wir gehen den Weg gemeinsam. Es ist kein getrennter Weg, sondern ein gemeinsamer. Liebe Christa, ich habe noch einen Satz bekommen für dich oder Worte für dich. Du hattest, als dich Agnes sah, dass du was auf der Leber hast und sie dich ansprach, hast du ja als erstes geäußert, ach nee, in YouTube und dann hören das andere, ich will das nicht. Und ich bin so glücklich für uns, dass du dich getraut hast, dich geöffnet zu zeigen. Du weißt gar nicht, was da zu deinem höchsten Besten wird. Vielleicht ist genau das gut, dass das jemand in YouTube sieht. Und Hilfe wird dir offenbart. Ich finde es großartig, dass du diesen Schritt gemacht hast, dich zu öffnen. Halleluja. Ja. Stark. Ja, jede Öffnung wird, ne, also wird potenziert. Das ist ja so das Spannende. Mein Schmerz ist deiner und wenn ich ihm Raum gebe zu heilen, dann heile ich euch mit. Das wird mir immer, deswegen merke ich auch so gerade wirklich, was soll ich hier, ich kann hier nur erlösen und darin gibt es nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Wir gehen hier alle als Gewinner raus. Kein Verlieren mehr, sondern wirklich nur, Gott erhebt uns wirklich so in seine Liebe. Wir erheben uns, weil wir ja die Sohnschaft erkennt, dass sie die Sohnschaft ist. Wir Brüder erkennen, dass wir uns wirklich immer an den Armen gehalten haben. Und da müssen aber einfach die Irrtümer und der ganze Rotz einfach ins Licht. Das ist so schön. Danke. Danke. Ja, danke Marianne. Die ist mir echt meine Erlöserin. Oder war mir meine Erlöserin einer Idee von meiner Oma, die mir was angetan hat. Und die tauchte auf einem Seminar bei uns auf. Und es ist so schön, dass dieses, also ich merke gerade diese Trigger, ich fand das immer so, oh scheiße, schon wieder ein Trigger. Und jetzt ist es wirklich so wie Andrea Hanna. Yeah, wieder ein Trigger, yes. Wieder mehr erlöst. Danke. Ich darf es zu mir nehmen. Ich darf es in mir heilen. Das ist gerade so schön. Und es ist auch nicht mehr bedrohlich. Also für mich gerade, es ist gerade wirklich so, wow, danke. Danke, danke, danke. Ja, lasst uns die Minenfelder in uns echt noch erlösen. Und wenn es da keine mehr gibt, dann sind wir halt einfach in der Feier schon, in dieser geistigen Auferstehung. Ja, danke. Ja, danke für den Raum, ihr Lieben. Danke, dass ich mich getraut habe, einfach so frei raus zu sprechen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, was dabei rumkommt. Ich liebe euch so sehr. Es ist so schön. So schön. Echt keine Scham mehr zu verstecken, zu mischen, keine Schuld. Und dann ist da so viel Freude. Oh. Ich knuddel euch. Ich herze euch. Ich umarme euch. Ich tanze mit euch. Ich gehe mit euch an alle Orte, wirklich an alle Kammern, an alle Gräben, an alle Gruben, um zu erkennen, dass darin nichts Schlimmes ist. Es ist echt so schön. Komm, Bruder, wir nehmen uns an die Hände. Und erlösen unsere schreckliche Welt, um zu erkennen, dass wir, ja, dass es echt nur Ideen von Schrecken waren.
Danke, dass du mal meine Hand hältst. Danke, dass ich es mal bin, die hält. Es spielt keine Rolle. Wir tun es für uns. Danke. Magst du noch ein Lied spielen, Manuela? Oh, ich liebe euch.